Willkommen zurück zu einer weiteren Fortnite Challenge. In dieser Challenge geht es darum, was ganz Simples mal wieder. Die erste Waffe, die man findet, ist die ganze Zeit auch die Waffe, die man spielt. Ne, die erste Waffe, die man aufhebt, nicht die, die man findet. Das heißt, man kann sich aussuchen, ob man die Waffe mitnimmt oder nicht, ob man sein ist oder nicht. Und aus diesem Grund werden wir ins Disneyland gehen. Juhu! Und zwar... Na, der Cursor ist viel zu schnell. Dahin. So, ihr seht schon richtig, was für ein Skin ich wahrscheinlich habe. Ich habe mir die, die Dieben geholt. Das passt nämlich auch so ein bisschen zu dieser Chest. Ich wollte erst was machen mit, von wegen mit Klauen. Aber ich glaube, da wüsste ich jetzt nicht, wie man da eine Challenge mit aufbauen kann. Einem Gegner mal die Waffe klauen, das ist ein bisschen Blödsinn, würde ich schon fast sagen. Hier sind schon Pilze. So. Deswegen habe ich mich für sowas hier entschieden. Schilder, Granaten und alles, das zählt nicht als standardmäßige Waffe, das darf man mitnehmen. Den Revolver werde ich ganz sicher nicht mit einpacken. Ich weiß, dass zu einer Diebesmission... Eine blaue taktische Schrotflinte ist schon geil eigentlich. Das ist schon cool. Aber wir brauchen auch was auf Entfernung, ne? Hier ist es jetzt nämlich sehr schwer. Soll ich dann das Sniper mitnehmen? Soll ich bei einem Sturmgewehr bleiben? Ich glaube, diese Challenge hatten wir nämlich noch nicht gemacht. Bin ich der Meinung. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das hatten wir noch nicht. Ja, moin. Keine Materialien. Zu wenig Materialien. Mal noch einen Schlurfsaft. Ich wüsste nämlich jetzt nicht, was für eine Challenge das gewesen wäre. Warte mal, ich kann ja eigentlich beide Sachen schon trinken, ich Idiot. Da hinten waren ja Pilze. Grünes Sturmgewehr. Wir gucken erstmal weiter. Ein blaues Sturmgewehr. Okay, das ist schon ohne Scar. Oh, okay. Jetzt wird es schon langsam echt heftig. Also eine Scar ist auf... Die werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Ich hoffe mal, dass jetzt kein Gegner kommt und die mir wegnimmt. Aber ich bin jetzt einfach mal der Meinung, das ist nicht der Fall. Blaues Sturmgewehr, okay. Ja, also ich glaube, die Scar ist safe. Dass wir die mitnehmen. Machen wir das mal, ne? Fein darf ich natürlich auch fürs Killen benutzen, ist klar. Meine Scar. Das ist also unsere Waffe, mit der wir jetzt spielen werden. Die ganze Zeit, egal ob Nahkampf, Fernkampf. Ich nehme mal den Leuten die Munition einfach mal weg. Das heißt, wir haben genug Platz für Verbände und Ähnliches. Ja, hast du schön gebaut, die Treppe. Jetpack nehmen wir natürlich auch mit. Wir brauchen nicht mehr die Pilze. Cool, okay. Jetpack haben wir auch. Geil. Da wäre jetzt natürlich die Schrotflinten-Kombo doch ganz geil gewesen, ne? Also da hätte ich doch dann eher auf die Schrotflinte gewechselt. Aber ist okay. So, damit das jetzt mal ein bisschen schneller geht, nehme ich mir nochmal einen Pilz mit. Wow, der eine HP. Was soll's. So, ein bisschen Matt sammeln und danach können wir auch eigentlich ab nach Tomato Town. Ich weiß, sie hat mittlerweile bessere Challenges von mir gewöhnt. Gewohnt, whatever. Und es kann natürlich sein, dass ich diese Challenge schon mal gemacht habe. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Aber gut. Muss ich dann mal nachgucken, was ich so alles gemacht habe. Ich bin der Meinung, ich wollte die mal machen. Und habe sie dann immer nie gemacht, wenn mir was Besseres eingefallen ist. Jetzt ist mir mal nichts Besseres eingefallen.
auch wenn ich eine Woche dafür Zeit habe, mir was einfallen zu lassen. Ich werde für die nächste Challenge mir auch was Besonderes ausdenken. Ich könnte viel mehr unterschiedliche Challenges machen, wenn ich mit einem Kumpel zusammen spielen würde. Weil da habe ich auch schon mal mit ihm, da mache ich mit ihm immer, wenn wir Fortnite spielen, immer bis zu 3 Punkten eine Challenge und die ist eigentlich ganz geil. Die werde ich jetzt hier aber nicht verraten. Kann nämlich sein, dass ich vielleicht, ja, ich weiß es noch nicht, aber dass ich vielleicht mal Koop-Gameplay aufnehmen werde. Das kann man nämlich machen. Klar, über die PlayStation habe ich damals schon aufgenommen. Und zwar nicht über die Elgato, sondern halt wirklich PlayStation-Content. Die Grafik ist zwar dann auch nicht so geil wie bei der Elgato jetzt. Aber wenn man halt online mit jemandem spielen will, dann macht das dann schon mehr Sinn. Das wird zwar dann nicht der Hauptgrund dann sein. Also jetzt immer nur noch zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert irgendwas spielen. Klar, Rainbow wäre mal ganz geil, so eine Folge aufzunehmen mit einem Kumpel. Aber ich muss sagen, ach, das ist ein Äpfel. Ich muss sagen, dass ich doch ganz gerne Rainbow alleine aufnehme. Klar, mit einem Kumpel über die Elgato wäre es schon was anderes. Das wäre schon cool. Aber wenn das, dann ist ein Name, alles klar. Wenn es das Spiel einfach nicht hergibt oder wenn mir einfach die Motivation fehlt, jetzt, ich meine, ich habe jetzt, wie viele Folgen Rainbow aufgenommen? 170 oder so? Oder 169, eins von beiden. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer und ich habe jede Folge alleine gespielt. Und da jetzt so ein Stilbruch zu machen, von wegen, ey, komm, jetzt mal eine Duo-Runde und danach nichts mehr davon, ist halt auch irgendwie kacke. Und genau aus diesem Grund, warum gab es hier einen Schildtrank drin? Das war ein ganz schön schlechtes Lama, finde ich. Ja. Alter, Simon ist immer 26, was ist denn hier passiert? Das ist ja. Das geht ja gar nicht. Ja, aber bei Fortnite kann man das mal machen. Mit Challenges und so. Vielleicht fällt mir auch noch eine Rainbow Challenge ein oder Custom Plays. Da könnte man das zum Beispiel machen. Custom Gameplay. Kämpfe. Das wäre natürlich eine Überlegung wert, dann nochmal Rainbow aufzunehmen. Gegen einen Kumpel zu spielen. Da unten liegt Loot, okay. Ist mir aber relativ egal. Außer jetzt vielleicht Schildtränke, die mich natürlich mit. Bandagen, alles mögliche. Nee. Wir bleiben mal bei unserer Scar, die wir zum Glück gefunden haben. Sonst wäre ich mit dem blauen Sturmgewehr, wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber eine Scar ist doch ein bisschen was anderes. Ich werde mir natürlich in die Finger beißen, wenn irgendein Mongo hier eine Farmers hat. Dann werde ich mir natürlich schon denken, ah, Mann, ich will die Farmers. Die ist 1000-mal besser als die Scar. Okay, 1000-mal jetzt nicht, aber 3-mal besser als die Scar. Kann man eigentlich schon so unterschreiben. Ich meine, die hat ja 3 oder 4 Schuss Betrieb, von daher. Fallen euch denn auch Spiele ein, wo ihr so denkt, boah, zu zweit wäre das voll geil? Klar, mir würde jetzt zum Beispiel auch noch sowas wie Gang Beasts wieder einfallen, aber mein Kumpel hat halt keine Zeit und ein anderer hat das Spiel nicht, mit dem ich das aufnehmen könnte. Warum liegt der Einkaufswagen? So. Deswegen benutze ich den Einkaufswagen hier, damit man schneller runterkommt. Hätte ich jetzt auch. What? Ja, der hat sich hochgeschildert. Scheiße, ich habe den trotzdem nicht einmal getroffen gerade. Was war das denn wieder für eine
Für eine Bullet-Runde, ey. Okay, dann machen wir mal einmal jetzt radikales Gameplay. Drinnen die wilde Olga und dann mal gucken, was da so passiert mit der Challenge. Mal gucken, ob das gut klappt. Auf Kampf sich jetzt ganz, ganz schnell eine Waffe holen und dann legen. Mal gucken, ob das gut klappt. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nicht. Hi, ich bin jetzt eine Schwarzmütze. Oh, da macht das auch einer. So, was wollte ich denn dann noch sagen? Ja, was gibt's denn noch für Spiele? Sowas wie Ultimate Chicken Wars wäre super cool. Aber es hat halt kein Mensch, ne? Das ist das Problem. Es hat halt keiner. Und da finde ich das schon so ein bisschen. Ja doch, da bin ich schon ein bisschen traurig. So, Rinnen Lucky. Mal gucken, was abgeht. Mal gucken, wie gut das jetzt funktioniert, sich schnell eine Waffe zu holen, die man vielleicht gar nicht spielen will danach. Also sowas wie einen Revolver würde ich mir jetzt trotzdem nicht holen. Weil ich weiß, dass ich danach sowieso weiterspielen muss. Oh Gott, kommen hier viele runter. Scheiß die Wand an, ey. Obwohl, nee, scheiß die Wand nicht an. Ich sehe keine guten Waffen. Oh, eine blaue Pumpe. Kann man damit was machen? Let's go. Blaue Pumpen-Style. So, jetzt nachladen. Was? Von der Granate? Ich wurde gerade von der Granate gekillt, die 1, 3, 4 Meter weit weg war? Die war doch voll weit weg, oder? What? Was zur Hölle? Okay, Leute, ich glaube, die Challenge ist nicht ganz so geil. Ihr könnt ja trotzdem einen Daumen da lassen, wenn euch die Challenge gefallen hat an sich, das Prinzip. Klar, die Runden waren jetzt nicht wirklich spannend. Ich habe immerhin, ich hätte eigentlich 2 Kills kriegen können, wenn der andere dann nicht noch gekommen wäre. Hat sich ein bisschen so angefühlt, als wenn die ein Duo gespielt hätten, aber der eine hat ja auf den geschossen. Naja gut, ich hätte ein bisschen anders spielen sollen. Also jetzt kann man nichts machen, meine ich. Gut, dann bis zur nächsten Folge von Fortnite Challenge und tschüss.